Glück auf! Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es weiter mit Wohin des Weges, Folge 7. Heute geht es auf den Rammelsberg. Ich bin alleine unterwegs, denn es ist unter der Woche und ich habe gerade eine riesige Vorlesungspause. Ja, der Rammelsberg befindet sich ja in Goslar. Goslar ist meine Heimatstadt und ich liebe Goslar. Ich finde, Goslar hat ganz, ganz tolle Ecken und der Rammelsberg auch. Hier sieht man den Rammelsberg ganz gut, also das Bergwerk, wofür es ja auch das Weltkulturerbe gab, sage ich mal. Hier wurde auch schon ein Film gedreht mit George Clooney. Ich habe den Namen vergessen, aber ich habe mir den auch nicht, um ehrlich zu sein, angeguckt, denn im Endeffekt kam gar nicht so viel drin vor von Goslar. Also dachte ich mir auch, naja, kann ich mir den auch schenken. Da hinten kann man sich einen Wanderstempel holen. Ich selbst möchte heute nicht in den Rammelsberg reingehen, sondern auf den Rammelsberg. Der ist 635 Meter hoch. Im Rammelsberg selbst wurde über 1000 Jahre Bergbau betrieben. Das fing 968 an bis 1988. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ganz schön lange. Ja, heutzutage wird das Bergwerk nur noch als Besucher- und Schaubergwerk genutzt. Also es ist eher Museum als alles andere. Aber dennoch ziemlich cool, weil man kann wirklich auch unter Tage gehen. Man kann verschiedene Expeditionen machen. Ich glaube, es gibt auch so eine Abenteuerroute, wo man dann wirklich richtig unter Tage in den Berg reingeht und dann so kriechen muss und alles. Also das habe ich leider noch nicht gemacht, aber es interessiert mich auch total. Das würde ich gerne mal mitmachen. Ansonsten gibt es da noch Miners Rock im Bergwerk selbst. Das ist ein Veranstalter, der Konzerte plant. Also es sind schon verschiedene große Künstler hier nach Goslar gekommen. Diese Konzerte sind auch sehr überschaubar. Also das ist jetzt nicht so, dass da Tausende von Leute sind, sondern ein paar hundert. Und dadurch ist es sehr, ja, intim und intensiv, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, das waren jetzt erstmal ein paar Infos, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und jetzt geht es weiter zum Herzberger Teich. Der ist hier gleich um die Ecke. Natürlich verlinke ich euch wieder in die Infobox, wo ihr parken könnt. Und den Weg möchte ich gleich hochgehen, aber erstmal möchte ich euch noch den Herzberger Teich zeigen, denn der ist super, super schön. Ich bin da sehr, sehr gerne. Man kann auch im Sommer dort schwimmen gehen. Hallo. Ja, cool, da ist jetzt auch Licht an. Oh, war cool. Schön. Oh, wie herrlich das Wasser aussieht. Oh, voll schön. Hier, das ist jetzt seit neuestem hier so angerichtet worden für Raucher, dass die ihre Zigaretten in dieses Glas packen. Statt die dann rumzuwerfen, finde ich richtig gut. Vor allem, wenn man weiß, wie viel so eine Zigarette an Wasser kaputt macht. Das ist echt eine gute Aktion. Ich frage mich, ob das Wasser hier auch so schön grün aussieht, so türkis auf dem Bildschirm. So richtig erkenne ich es nicht, aber in Wirklichkeit sieht es echt toll aus. Hat eine ganz tolle blaue Farbe. So klar habe ich den echt, glaube ich, noch nie gesehen. Aber leider sieht man auch, dass er etwas leer ist. Sonst war das Wasser etwas höher.
Der Herzberger Teich wurde im 15. Jahrhundert angelegt, um die Wasserräder fürs Bergwerk zu betreiben. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Geheimtipp zeigen. Eigentlich war ich immer am Überlegen, zeige ich das YouTube oder nicht, aber es kennen ja eigentlich schon die Leute und deswegen nehme ich euch jetzt mit. Also wenn ihr an dieser Stelle seid, dann müsst ihr hier runtergehen und dann kommen wir zum Wasserfall. Für die Fotografen unter euch ist das wahrscheinlich ein richtig schöner Platz, um Langzeitfotografie zu machen. Scheiße. Au. Ja, und weil es so schön ist, gehen wir jetzt doch nochmal um den Teich. Da ist ein Fisch. Oh, wie cool. Ich freue mich immer über Fische. Alter Verwalter, ist das Wasser blau. Voll schön. Da. Voll cool. Ist das ein Karpfen? Ich kenne mich mit Fischen nicht so aus. Aber ich feiere sie. Wow. Ich kenne den Teich auch noch mit so einem Gebäude, also mit so einem Freibad. Da war halt so ein Haus mit Umkleidekabinen, es gab eine riesige Rutsche. Ja, aber diese Rutsche, die war so mega steil. Zum Schluss ist man immer noch mal so hoch geflogen und dann ist man ins Wasser gelandet. Und ey, ich war richtig jung, als ich diesen Teich kennengelernt habe. Und damals fand ich das so gruselig, weil für mich war dieser Teich super tief in meinem Kopf. Oh, da muss ich noch mal runter. Da, das sind noch mehr. Cool. Ich glaube, ich habe da noch nie rausgetrunken. Ja, zu diesem Brunnen gibt es eine Sage, nämlich als erstes, welche Frauen hier raus trinken sollten angeblich gebärfreudiger sein. Und dann gibt es hier die Sage, dass die Gemahlin des Herzoges an dieser Stelle zwei Kinder gebar und dabei starb. Ja, da sieht man auch die zwei Kinder, glaube ich. Bin ich jetzt auch gebärfreudig? Ich muss sagen, es ist heute doch ganz schön warm. Wenn man jetzt hier wieder runter zum Teich geht, dann könnte man da lang gehen. Da ist auch eine Gaststätte, da war ich aber noch nie. Und dann kommt man ins Wintertal, das ist halt auch richtig, richtig schön. Ist auch nicht viel los, man hat seine Ruhe, weil das halt nicht so ein Kommerzwandern ist. Da gibt es halt nichts Besonderes, sage ich mal, aber es gibt halt die Natur und das ist ja das Schönste. Ich glaube, dazu mache ich halt auch noch mal ein Video. Das ist halt eines ohne Wanderstempel, ohne Harzer Wandernadel. Aber es ist super ruhig da und man ist so für sich und ja, hat die Natur für sich. Und das finde ich halt auch ganz toll. Und jetzt gehe ich hier oberhalb des Teiches lang und rauf zum Rammelsberg. Kleiner Vogel. Noch ein Vogel. Na okay, dann geht's jetzt hier wieder runter und dann gehe ich den Rammelsberg hoch. Ja, da steht's. 600 Meter bis zum Altermeisterturm. Das wird unser nächstes Ziel sein. Und dann geht's zum Ramseck.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den Rammelsberg auch lieben werdet, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Nicht, weil ich meinen Video-Hype oder was weiß ich, sondern weil der Rammelsberg einfach so schön ist. Man hat hier den Bergbau, man hat hier den Teich, man hat hier einen Wasserfall, man hat oben auf dem Berg selbst noch eine super, super Aussicht. Ja, das möchte ich euch heute alles zeigen. Oh, ist mir warm. Ich muss mich erst mal ausziehen. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, mir wurde Blut abgenommen, seitdem ist mein Arm blau. Es ging jetzt schon 2 Wochen so. Das sah aber auch schon schlimmer aus. Ja, da hat sie es richtig verkackt. Hier sieht man das Bergwerk ein bisschen von hinten. Aber wir werden oben noch eine bessere Sicht haben. Hier ist doch gerade was geflogen. Ach da. Ich weiß nicht, ist das eine Hornisse? Ich habe jetzt extra eine Spritze mitgenommen mit süßem Wasser. Aber ich habe Angst, dass das eine Hornisse ist. Oh je. Hier war gerade ein Vogel, der wollte die essen. Und dann habe ich den verjagt. Ups. Mann, die sieht das nicht. Nee, mache ich nicht. Lieber nicht, ich habe da jetzt hingetropft, aber... Vor allem, ich habe erst letztens eine Doku über Hummeln gesehen. Ich feiere ja Tierdokus. Und da war eine Hummel... eine Königin und die hat eine Maus vertrieben und da haben die halt erklärt, wie deren Kampfhaltung ist und die Kampfhaltung ist halt, wenn ein Fühler, ein Beinchen so nach oben gestreckt ist und der Hintern so rumpocht, keine Ahnung. Und das hat die gerade gemacht und ich weiß nicht, ob es noch eine Nisse ist, also lass ich es lieber, weil keiner weiß, glaube ich, gerade, dass ich wandern bin, nur Mel, Grüße gehen raus an Mel, aber sonst weiß es halt niemand. Und wenn mir jetzt was passiert, dann bin ich am Arsch. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Ja, und hier lang müsste es jetzt zum Maltermeister-Turm gehen. Ja, der Maltermeister-Turm ist heute eine Gaststätte. Dort kann man halt essen gehen. Ja, und der Maltermeister-Turm wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Als ja, Überwachungsturm sozusagen fürs Bergwerk. Also so habe ich es bei Wikipedia gelesen. Ja, und das ist der Turm. Gar nicht mal so groß, ne? Könnte auch Hagrid drin wohnen. Und an dieser Stelle geht es jetzt auch hoch zum Berg. Oh, ich schnaufe wieder. Wie so ein Pferd. Oh, ist aber auch echt steil. Ach du Scheiße. Hallo. Ja. Er ist halt vor auf die Fresse geflogen. Aber es ist nichts passiert. Also von daher, alles gut. Ich schwitze. Es ist so warm. So schwül. Oh Gott. Hoppala. Da. Der Ausblick. Hammer, ne? Ja, und hier sieht man Goslar. Goslar ist eine Altstadt mit sehr wunderschönen, total tollen Fachhäusern, Fachwerkhäusern. Und wenn wir jetzt hier noch mal runterschauen, da sieht man noch mal den Maltermeister-Turm. Und da das Bergwerk. Ja, und das da drüben ist der Steinberg. Der ist auch sehr, sehr schön. Da wollte ich auch noch ein Video zu machen zum Steinbergturm. Und ja, würde man jetzt das Wintertal lang gehen, dann würde man da drüben nach Hahnklee kommen. Oder man geht halt ein bisschen weiter Richtung hier so. Ich glaube, dann würde man eher zur Okertalsperre kommen. Mir fällt gerade auf, ich habe echt nur Tee mitgenommen. Ich habe mein Wasser vergessen. Scheiße.
Ja, das ist eigentlich meine GoPro, aber die nutze ich gerade irgendwie gar nicht. Ich finde den Steinbruch auch ganz toll. Hier gibt es auch so ein Geocache. Wie ihr das schon vorhin gesehen habt, hier fahren halt die Leute super gerne Downhill, weil die Strecke sich halt voll gut anbietet. Aber ich würde auch sagen, dass sie ganz schön gefährlich ist. Und zum Teil erinnert mich das hier irgendwie von Schottland oder so, obwohl ich da noch niemals war. Aber das sieht irgendwie so aus, weil man so die Gesteinsplatten an dem Felsen sieht. Ich bin auch der Meinung, eigentlich kommt man da hinten hoch zum Ravitzberg, aber ich gucke jetzt mal, ob hier eigentlich auch ein Weg lang führt, denn ich glaube, es war so. Und ich hoffe nicht, dass es gewittert, ne? Ey, dann scheiße ich mir ein. Ich bin so ein Angsthase, was Gewitter angeht. In der Schutzhütte befindet sich der Stempel 114 und diese Stelle wird Ramseck genannt. Vor allem, man fährt immer so weit weg. In den Harz und alles. Dabei hat man das hier alles vor der Haustür. Das ist alles voller Beeren. Okay, Achtung, Wildeinstandsgebiet. Durchgang für Flieger untersagt. Aufgang zum Startpunkt. Ja, darf ich da jetzt lang? Ich glaube schon, ne? Ich bin ja kein Flieger. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Oh, fuck, ey. Seht ihr das? Oh, ich bin echt schreckhaft, ne? Aber da ist ein Flieger im Baum. Also, ich glaube nur der Schirm. Ha. Oh, da ist ein Eichhörnchen. Oder was war das? Da, ja, ja, ja. Ja, aber ist er jetzt noch mehr drin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hallo? Soll ich mir den jetzt angucken oder was? Och Mann. Hallo? Mann, ey. Ey, das sieht halt echt komisch aus, ne? Also, ich glaube, das ist echt nur der Schirm. Ich gehe jetzt weiter. Oh, ich bin alleine echt immer ein Schisser, wenn ich im Wald bin. Also nicht immer, aber ja. Also hier ist es halt sehr ruhig, ne? Wenn man dann plötzlich sowas im Baum hängen sieht, kriegt man schon mal ein bisschen Angst. Deswegen gucke ich auch keine Horrorfilme, weil meine Fantasie schon so riesig ist. Dann wollen wir mal weiter. Mysterium. Oh Mann, ey. Diese Viecher. Ja, seht ihr das? Gott! Help! Okay.
Ja, herrlich. Hier trifft man zu. Ja, ich bin jetzt hier am Fluggebiet von Rammelsberg gelandet mit einer netten Dame. Sie hat mich hier hingebracht, weil ich mich ein bisschen verlaufen hatte. Ja, derzeit darf man angeblich nicht Gleitschirm fliegen. Also das ist ja hier der Flugplatz. Da Corona da ist, ist es gerade verboten. Aber ich glaube, die Regeln wurden schon wieder ein bisschen aufgelockert. Und hier hat man einen richtig schönen Blick über Goslar. Also wenn man einen tollen Ausblick haben will, dann muss man hier hin. Da bin ich ja diesen Trampelpfad hoch und dann geht man hier lang. Dann geht man hier durch die Bäume und dann kommt man zum Flugplatz. Und ich gehe jetzt hier weiter zur Siedekumhütte. Achso, nee, ich muss zurück. Ja, eigentlich wollte die Frau mit mir noch mitwandern zur Siedekumhütte. Aber sie meinte, sie geht jetzt doch lieber ihren Weg. Jo, vielleicht hat sie das ein bisschen abgeschreckt. Also ich hatte ihr erzählt, dass ich Videos mache und für YouTube und wo ich halt schon wandern war, weil sie mich gefragt hatte, haben uns ein bisschen nett unterhalten. Also sie ist sehr aktiv, super aktiv. Ich glaube, sie ist auch schon älter, aber total fit, fährt noch Mountainbike und alles. Tschüss! Eine Ballerbude. Ach, für die Rehe, glaube ich. Aber darf man das? Das frage ich mich halt immer, ne? Es ist hier positioniert oder platziert und da ist die Ballerbude. Ist das nicht ein bisschen mies? Ist das nicht irgendwie voll das Anlockmittel? Also ich bin kein Jäger, aber weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie gemein. Was sagt ihr denn dazu? Oder seid ihr Jäger und könnt das jetzt erklären, was ihr da macht? Also, ja. Ich hoffe, dass man verstanden hat, wo ich jetzt lang gehe, weil das war halt ein bisschen durcheinander. Ich bin ja einfach echt eher so random einfach drauf los. Und dann habe ich auch schon die Frau getroffen und dann sind wir zusammen zum Gleitschirmplatz. Und ja, irgendwie war mir das dann doch ein bisschen unangenehm, so alles zu erzählen. Da musste ich mich noch reinfuchsen. Voll toll. Die ganzen Blumen. Gänseblümchen, Butterblumen. Ach, das sind auch Leute. Das Hüttenbuch. Okay. Was ist das? Hüttenbuch. Ich glaube, dass das zum Feuer machen ist alles hier. Also falls man vorhat, hier irgendwie zu nächtigen. Vor allem, wo ist jetzt der Stempel? Ja, heute ist alles ein bisschen durcheinander. Ich habe gerade nachgeschaut. Hier oben ist gar kein Stempel mehr. Ich bin der Meinung, dass hier früher ein Stempel war. Aber ich glaube, den haben sie verlegt. Denn der Stempel ist jetzt dort, wo ich vorhin war, bei der Schutzhütte, wo es diesen super schönen Aussichtspunkt gab. Also Ramseck oder Ramseck, keine Ahnung. Und da gibt es den Stempel 114 zu holen. Ja, und hier gibt es halt nur die Schutzhütte und das war's. Ja, dann werde ich mal mich wieder auf den Weg zurück machen. Ich bin ja auch schon mal von der Waldschrathütte aus ins Wintertal mit Jannis gegangen.
Da haben wir eine Geocache-Runde gemacht. Also da haben wir richtig viele abgestaubt, aber ich laufe jetzt zurück. Ich wollte euch jetzt noch den blauen Haufen zeigen. Ich werde jetzt hier einfach die fette Straße runterlaufen und dann komme ich, glaube ich, dahin. An dieser Stelle der schrägen Baumes haben wir, glaube ich, auch mal einen Geocache gefunden. Ich dachte nicht, dass das so knapp wird mit der Zeit jetzt. Ich bin am Überlegen, jetzt einfach ein bisschen zu joggen, zu sprinten, damit ich noch rechtzeitig zur Vorlesung wiederkomme. Scheiße! Von daher bin ich jetzt gekommen. Ich gehe jetzt hier die Kurve runter. Wir haben es 15 Uhr irgendwas. Ich habe halt nur gefrühstückt. Und ja, der Aufstieg war halt echt super steil. Ich habe jetzt auch schon ein paar Kilometer hinter mir. Und so langsam habe ich auch Lust, wieder nach Hause zu fahren. Vor allem, ich musste echt zur Vorlesung, ne? Habe ich mir ein bisschen viel heute vorgenommen. Ich habe bald die 400 Abonnenten geknackt auf YouTube. Das ist voll heftig. So, jetzt sind wir da angekommen, wo ich auch ankommen wollte. Also hier kommt man wieder zum Malta-Meister-Tor. Aber ich möchte jetzt hier einfach die Straße nur entlang gehen. Denn hier rechts kommt gleich der blaue Haufen. Das wird hier auch gerne. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber das wird hier auch gerne fucking Hill genannt, weil hier die Leute herkommen, um zu bumsen. Naja, ist halt eine schöne Aussicht hier, aber wer weiß, ob man die dann unbedingt braucht. Ne? Hier gibt es halt auch genügend Parkplätze. Ist halt ein bisschen krass, vor allem hier. Das macht euch den Unterboden echt vom Auto kaputt. Und das ist der Platz, wo dann halt gerne geschmökert wird. Und das ist der blaue Haufen. Also so wird er jedenfalls bei den Goslarern genannt. Hier gehen die Leute auch super gerne mit ihrem Hund raus, weil es bietet sich einfach an. Ne? Hier kann jeder Hund frei rumlaufen, wie er will und sich austoben, sage ich mal. Ich finde den blauen Haufen auch richtig klasse. Also ich verbinde hier auch ganz viel mit. Wir sind hier schon im Winter mit einem Schlitten runtergefahren, mit einem Snowskateboard. Ich habe hier mit einer Freundin mal einen Tanzabend gemacht. Einfach den Sommerabend genossen. Also ist ein ganz toller Ort hier. Kann ich nur empfehlen. Und ich gehe jetzt nochmal hier lang. Also nochmal in den Wald rein, in den Kiefernwald. Weil ich auch zum Auto muss und ich habe ja hinten geparkt beim Rammitzbergwerk. Oh, ey. Düsenjet. Mann, ich will den sehen! Voll heftig! Seid ihr früher als Kind auch immer zum Fenster gerannt, wenn man einen Düsenjet draußen gehört hat? Also bei mir war das immer so. Ich wollte die mal sehen und ich fand die immer so cool. Und hier sieht man die Jugendherberge von Goslar. Also ich finde die auch richtig schön gelegen. Also schaut euch mal das Panorama an. Das sieht doch richtig klasse aus. Vor allem, wenn man so als Jugendlicher hier im Sommer ist, dann stelle ich mir das schon cool vor. Weil man kann schwimmen gehen im Herzberger Teich. Der ist ja jetzt hier direkt. Da kommen wir ja gleich wieder zurück zum Auto. Oder man kann hier Fußball spielen, Volleyball spielen. Man kann wandern gehen. Also, ja, okay. Ich habe wahrscheinlich andere Wunschvorstellungen als andere Menschen. Aber für mich wäre das damals richtig cool gewesen. Hochlandrinder. Ja, aber jetzt sind da halt Pferde, ne? Bitte nicht füttern. Der sieht ja gar nichts mit seiner Mähne. Ja, und da sieht man's. Ich hoffe oft, ne? Da sieht man's. Da war ich vorhin.
Da oben. Und da. Auf dem grünen Fleck. Und da hinten irgendwo noch. Ich finde die Straße ein bisschen gefährlich. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil manchmal knallen hier die Autos ganz schön lang. Ja, ich bin wieder am Auto angekommen. Das freut mich auch total. Ich kann nicht mehr. Und die Vorlesung schaffe ich auch noch. Ich habe jetzt Riesenhunger. Ich hoffe, die Wanderung hat dir gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Lass ein Kommi da, lass ein Gefällt mir da, lass ein Abo da, je nachdem, worauf du Lust hast. Ich will dich nicht drängen, mach so, wie du magst. Und ich würde sagen, bleib dabei, deine Voice frei.